Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spellforce. Wer es bemerkt hat, gestern kam ja leider keine Folge. Ich hatte momentan keine Zeit zum Aufnehmen gehabt, weil ich gerade am Umziehen bin. Ja, aber heute müsste Samstag sein. Da müsste jetzt diese Folge wieder kommen. Und ja, wir waren zuletzt auf den Schwertfels gekommen. Und ich würde sagen, wir können uns jetzt erstmal mit dem guten Zwerg hier unterhalten. Na, wen haben wir denn hier? Willkommen auf dem Schwertfels, Freund. Ich bin Gorin, Gideons Sohn. Kommt, setzt euch zu mir. Ihr seht aus, als könntet ihr eine Pfeife vertragen. Was führt euch hierher? Adamantinum, mein Freund. Das kostbarste Metall unter der Sonne. Man findet es hier oben allerdings nur noch sehr selten. Früher war das anders. Ich könnte euch Geschichten über dieses Land erzählen. Was habt ihr über den Schwertfels zu berichten? Das will ich euch gern sagen. Der Schwertfels verdankt seinen Namen dem Berg, der wie eine Schwertklinge emporragt. Das Land hier ist alt. Die Felsen wispern noch das Lied der Weltgeburt. In den Tälern lauern Urwesen und Trolle. Und hoch im Norden wacht ein Riese über den Schatz von Brahir. Er ist harmlos, aber kommt seiner Höhle nicht zu nahe. Einst schürften meine Brüder hier Adamant, aber das ist lange her. Denn die Steine erhoben sich gegen uns im Zorn. Sie erschlugen die Zwerge und verfluchten das Land und die Felsen. Aber unter all diesen dunklen Kreaturen stoßt ihr hier manchmal noch auf ein Geschöpf aus den alten Tagen, aus den unergründlichen Tiefen unserer Welt. Ich sehe, ihr seid ein Diener der Rune, deshalb noch eins. Gleich hier, hinter den Felsen, findet ihr ein fruchtbares Tal. Dort steht noch ein Runenmonument des Zirkels. Und solltet ihr Dvorsnik, den Einsiedler, treffen, dann fragt ihn nach einem guten Schild. Der alte Bursche fertigt hervorragende Schilde, müsst ihr wissen. Tja, also da wissen wir schon mal, wo wir unser Heerlager aufschlagen können, wenn hier gleich ein fruchtbares Tal um die Ecke ist. Und wie wir gesehen haben, befindet sich in dem Tal ein Monument der Elfen sowie der Zwerge. Und da die Zwerge jetzt da sind, ist es ziemlich praktisch, weil wir jetzt nämlich selber Eisen fördern können mit denen. Und damit können wir auch unsere letzten Einheiten von den Elfen mal beschwören, weil bei den Zwergen haben wir ja noch nicht so viel freigeschaltet. Oh, wir sollten erstmal diese Spinnen hier beseitigen, damit wir an das Nahrungsvorkommen kommen. Standhalten, Männer! Ich hier ab! So, das wären die Spinnen gewesen. Ja, unten auf der Karte werden hier unten auch noch ein paar von diesen alten Viechern markiert. Weil die sollten wir mal vorher mal alle beseitigen, nicht dass die unseren Arbeitern dann später zur Last fallen. Ah, hier wimmelt's ja von denen. Ah, hier gibt's ein großes Lenia-Feld mit 3240 Einheiten. Schon mal ein ordentliches Sümmchen. Damit können wir dann schon etliche Truppen ranholen. Na, wie niedlich, eine kleine Einserspinne. Und weg mit dir. So, dann sind jetzt eigentlich nur noch ein paar Gegner am Monument und da können wir ja eigentlich dann schon anfangen, unsere Basis aufzubauen. Ah, hier drüben stehen sie. Dann kommt mal her, ihr kleinen Spinnies. So, haben wir eigentlich aktuell zur Rune ausgerüstet gehabt? Ja, wir haben die Stufe 7er. Ah, dann mal go go. Mal die ersten Arbeiter beschwören.
Na, da oben sitzt auch noch so eine eklige Fellspinne. Die So, hier könnte man Ringe das erste Holz farmen. rufen Und. Oh lala. Da stehen nochmal ziemlich viele Tiermenschen rum. Also, da sollten wir uns echt mal jetzt nur nicht reinwerfen. So, währenddessen können wir ja schon mal kurz spähen, was sich hier rechts befindet. Werden unsere Arbeiterinnen noch das Holz abtragen. In Zwischenzeit können wir uns ja mal kurz die Karte ansehen, was es hier so noch so gibt. Hier tummeln sich Minotauren. Hier oben noch weitere Tiermenschen. Naja, und am Osten stehen die Trollewache. Also hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Gegner. Naja, und der Riese, der hier im Norden Wachen tut, scheint dann auch eine Quest für uns zu haben. Na, hier vorne befindet sich die Behausung des Einsiedlers. Hier das Zwergenmonument. Hier sind nur ein paar einfache Spinnen. Na, hier steht so ein Steinling. Naja, das Zwergenmonument, das können wir jetzt erstmal außer Acht lassen. Zur Weil Stelle. momentan brauchen wir die Hilfe der Zwerge jetzt Meine noch heilige nicht. Pflicht. Wir sollten daher erstmal unsere Elfenbasis aufbauen. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal jede Menge Holz. Das Bauwerk ist vollendet. Zur Stelle, das ist nicht weit. So, sobald wir wieder genug Holz haben, kommt erstmal ein zweiter Holzfäller hier hin, damit die Produktion erstmal ein bisschen gesteigert wird. Weil ohne Holz ist bei den Elfen ja nichts los. Es ist So, mir ja, da haben eine wir schon mal das Ehre. Holz für die zweite Hütte. Nein, dann brauchen wir als nächstes erstmal das Haupthaus. Das kleine. Welche Stufe haben denn hier die Tiermenschen? Na, Stufe 6er. Die Axtwirbler ebenfalls. Ja, wir sind Stufe 13. Aber wir könnten es ja mal probieren. Vielleicht können wir ein paar Einzelne rauslocken. Wir könnten ja schon mal unsere Aura da stärker anwerfen. Dass wir immerhin schon mal ein bisschen mehr Schaden reinhauen. Na, kommt ihr? Okay, das sind doch ein paar viele. Das ist Da ein brauchen wir noch einen Schlachtruf dafür. Ja, mit Aura der Stärke und Schlachtruf können wir die sogar one-hitten. Na, dann passt es ja. Und da wäre schon mal jetzt über die Hälfte von denen, glaube ich, weg. Wir haben auch schon jetzt genug Holz für das kleine Haupthaus. Es ist Können wir mir ja schon mal eine Ehre. hinsetzen. Standhalten, Männer! Naja, treffen muss erstmal gelernt sein. Ist halt mit schweren Waffen leider nicht so einfach. Und der hat einen Pilz dabei. Der hat eine Mähne. Und der kommt jetzt auch noch wieder zurück. Na, komm mal, Schild. Ja, und ein neuer Ring. Ich sehe gerade, da kommt ein Troll von rechts. Das Der ist Bauwerk ist natürlich ein ganz vollendet. anderes Was Kaliber, ihr weil die schon wollt. Stufe 10 hat. So, ich würde sagen, wir bauen gleich das mittlere Haupthaus, dass wir dann schon mal Meisterholzfäller setzen können. So, aber erstmal muss dieser Troll hier weg. Das ist ein Hinterhalt. Na komm, gib ihm. Wir werden angegriffen. So, das war schon mal mit dem Trollspeer gewesen. Wie man sieht, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Lager von den Tiermenschen. Ich glaube, die Tiermenschen, die sollten wir dann, wenn als erstes beseitigen, dass wir dann schon mal Ruhe haben. Ne, die Minotaurenlager scheinen
noch nicht aktiv zu sein. Gott sei Dank, weil wir die auch noch dazu stoßen würden. Das wäre nicht gerade positiv für uns. So, schon mal ein paar weitere Arbeit da ranholen. Na, hier könnt ihr auch nochmal für den Gebäudebau helfen. Das Bauwerk ist vollendet. So, ich würde sagen, setzen wir hier erstmal so die Förster hin. Wie ihr wünscht. Und dann können wir dann gleich schon mal die Lenya-Sammler hier bauen. Müssten zwei Stück hier eigentlich reichen. So, wenn wir dann genug für die Meisterholzfäller und die Sägemühle haben, können die Holzfällerhütten ja hier abgerissen werden. Die Rune ruft. So, jetzt können wir schon mal den ersten Lenya-Sammler setzen. So, was kostet denn mein Holzfäller nochmal? Ja, also brauchen wir 400 Holzeinheiten dann, um eine neue Produktion aufzubauen. Was ist euer Begehr? So, der zweite. Na, jetzt müssen wir nur noch auf die restlichen Holzeinheiten warten. Na, jetzt kommen doch schon die Minotauren an. Und sogar schon Stufe 9. Also schon um Längen gefährlicher als die Tiermenschen hier oben. Runenkrieger, zu mir! Naja, aber mit zwei dürften wir es ja noch aufnehmen. Das ist ein Hinterhalt! So, das wäre schon mal die Sperr gewesen. Na, die Holzfäller können wir ja jetzt abreißen. Ja, wir brauchen außerdem auch noch einen Arbeiter für das Sägewerk dann. Sofort. So. Sprecht. Würde ich sagen, kommt das Sägewerk. Oh ne, wir setzen erstmal die meisten Holzfäller. Meine heilige Pflicht. Kommen wir hier vorne hin. Und das Sägewerk kommen wir hier mitten dran. Dann haben wir unsere Holzproduktion ja schon mal gut hier unten einsetzen können. Das Bauwerk ist vollendet. Meine heilige Pflicht. So, hier 5 dahin, die anderen 5 dorthin. So, dann dürft ihr erstmal laufen. Ja, unsere Runenkraft haben wir auch schon zur Hälfte verbraucht. Die letzten Arbeiter schon mal ranholen. Als nächstes sollten wir, glaube ich, erstmal eine Nahrungsproduktion anfangen zu bauen. Die Rune ruft? Oder was kostet jetzt ein großes Haupthaus 500 Einheiten? Ich glaube, wir warten erstmal, bis wir das große Haupthaus haben. Weil wir da nochmal 10 Arbeiter mehr ranholen können. Weil ansonsten bleiben mir ja dann nur 4 Arbeiter. Um das Haupthaus dann zu bauen. Und das wäre. Das Bauwerk ist vollendet. Ein bisschen zeitaufwendig. Ja, und die meisten Holzfäller können zum Glück schnell Holz abbauen, nicht produzieren. Ja, da scheinen schon die nächsten Minotauren wieder anzurücken. Aber die Trolllager sind auch noch nicht aktiv. Ja, gut, die Minotauren, die produzieren jetzt schon. Bei den Trollen ist noch nichts los. Bei den Tiermenschen auch noch nichts. Aber da kommt schon der nächste Minotaurus-Speer. Wollen wir ja gleich mal abfangen. Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! So, der Minotaurus wird damit auch erledigt. Da haben wir jetzt erstmal wieder für eine Weile Ruhe. Zur Stelle ist nicht weit. Na, die Hälfte für das Haupthaus haben wir schon mal zusammen.
Dauert es also noch ein Momentchen.